auf. Oh, Aufnahme im Auto, ich bin aufgeregt. Ja, das ist die erste Aufnahme mit der Nikon ZFC, mit dem externen Mikro. Und ich hoffe, das klingt alles so, wie ich das gerne hätte. Ihr Lieben, Taschenfreak, Jörg Langer, hallo erstmal. Ich sitze im Auto vom Termin zum Termin, wie immer das so ist, und habe heute die Tenba Axis V2 Sling 6 Liter dabei, im hübschen Schwarz-Camouflage-Design. Schon wieder eine Sling. Erst die Oberwärts-Sling, dann die Vanguard-Sling. Dann hatte ich vorher von Mindshift Photo Cross Sling schon getestet. Ich hasse ja Sling, habe ich früher immer behauptet. Und mittlerweile teste ich eine Sling-Tasche nach der anderen. Irgendwie sind die ja auch, glaube ich, im Trend. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe heute die Tenba 6 Liter Sling aus der Axis-Serie dabei. Never Compromise steht hier so schön auf dem Schildchen drauf. Muss ich meinen Kopf wegmachen, dass ihr das auch scharf seht. Ich weiß nicht, ob es ein Kompromiss ist oder nicht. Ihr wisst, ich halte von Tenba aktuell wahnsinnig viel. Die machen sensationelle Taschen und ich wollte tatsächlich auch unbedingt diese Axis V2 Sling testen. Ich gebe ehrlich zu, nachdem ich sie bekommen habe, war ich nicht enttäuscht von der Tasche, sondern von der Größe. Ich bin der super iPad-User, das wisst ihr. Und ich hätte gerne eine Sling, wo ich eine Kamera, ein Objektiv oder eine Kamera und meine 360-Grad-Kamera, eine Powerbank, also eine Kamera plus ein bisschen Platz habe und mein iPad reinbekomme. Das geht hier gerade so. Und zwar nicht gewollt. Ich stelle euch die Tasche aber mal vor. Slingback hat hier an der Seite die drehbaren Ösen, so dass der Gurt sich um den Körper gut anschmiegt. Das natürlich an beiden Seiten. Sie hat ein Mesh-gepolstertes Rückenfach, das ich hier aufmachen kann, wo ich hier Unterlagen, so das klassische Bahn- oder Flugticket reinbekomme. Ein Smartphone, wobei das würde ich schon nicht machen, weil es drückt durch. Aber für Papierunterlagen perfekt geeignet. Unten habe ich eine Gurtmöglichkeit, die leider nicht klickbar ist. Das wäre cool, um so ein kleines Stativ hier drunter zu packen. Hier so dieses Benro Cyber Cyanbird, genau, das, was ich euch gerade auch erst vorgestellt auf meinem Kanal. Der wäre so ein Klickverschluss ganz cool. Aber nichtsdestotrotz, das passt hier gut drunter. Der Boden ist aus diesem Stoffmaterial und der ist so ein bisschen ruschelig, aber ist auch wasserabweisend. Also der kann einiges ab. Ich habe hier unten nochmal so eine Öse. Da kann man die Tasche so halten, würde der Mario Barth jetzt sagen. Für was die ist, weiß ich nicht ganz, aber sie ist da und stört auch nicht hier unten vom Design her. An den Seiten habe ich dieses Mole-System, wo ich also noch Sachen einklemmen kann, ebenso auch wie an der Vorderseite. An beiden Seiten ist dieses Mole-System. Obendrauf habe ich einen Handgriff. Wisst ihr, bin ich ein großer Fan von, weil man sie eben einfacher so mal hin und her hebt in den Kofferraum, oben im Setup-Display und dann sitzt in der Bahn, was auch immer. Schön gemacht. Der Handgriff ist auch gepolstert, also der macht auch Spaß. Die Vordertasche, gucken wir da vielleicht mal rein, was ich da so drin habe, ist innen drin auch mit wasserabweisendem Material versehen. Ich habe hier mein Notizbuch, meinen zusammenschiebbaren Kugelschreiber hier mit drinne, den ich eigentlich immer dabei habe, auch mit einem kleinen Notizbuch, auch wenn ich der super iPad-User bin, gerade so im Gespräch mit jemandem mal schnell was aufschreiben, mache ich tatsächlich lieber da. Hier habe ich, viele würden sagen, eine Geldbörse drin, ich habe hier Visitenkarte, meinen Drohnenführerschein, kleines Taschenmesser, so in diesem Klapp-Etui immer hier mit dabei. Hier ist natürlich noch Platz fürs iPhone, für einen Schlüssel, für die Geldbörse, das passt hier vorne ganz gut rein. Und dann kommen wir zum Hauptfach, das zwei Pömpel hat. Rechts und links. Ich kann die natürlich auch komplett auf eine Seite ziehen, was mir eben lieber ist. Und darin habe ich im Deckelfach die Akkus, zweimal Akkus in so einer kleinen Akkutasche und mein großes Speicherkarten-Etui mit XQD-Cards und SD-Cards und habe eine Kamera, und zwar die Nikon Z7 mit dem Nikkor 2420 VR. Also schon für eine Systemkamera eine ordentliche Wuchtbrumme. Schon ein großes Gerät. So eine Nikon ZFC oder so eine kleine Sony 7C oder wie die heißen. Da würde natürlich deutlich mehr reingehen. Und habe hier das Nikon
85-1.8, also meine klassische Porträtlinse. Und genau so, und da blende ich euch auch noch ein paar Fotos ein, war ich auch vor kurzem bei einem Familienshooting. Natürlich habe ich immer eine Backup-Kamera dabei, bevor die Fotografen aufschreien, der geht mit nur einer Kamera zum Shooting. Beruhigt euch, habe immer eine zweite Kamera dabei. Außerdem fotografieren wir nahezu immer zu zweit und meine Frau ist auch bewaffnet mit Equipment. Aber gerade bei so einem Familienshooting mit einer größeren Familie, auch mehreren Kindern, da möchte ich gerne super flexibel sein. Zack, hierhin springen, dahin springen, überall dort sein, wo das Motiv ist. Und da hilft mir so eine kleine Tasche natürlich super. Die auf den Rücken geschnallt, perfekt. Sie ist von der Größe her auch geeignet, sie als Hüfttasche zu tragen. Mag ich jetzt gar nicht, weil ich habe ja meine Hüfttasche schon eingebaut. Aber als Slingbag ist sie sehr bequem. Der Gurt hat hier an der einen Seite, nennen wir sie mal die eine Seite, hat er eine starke Polsterung bis hin zum Klickverschluss, den ich logischerweise auf und zu machen kann. Und ich habe eine Längenverstellung. Auf der anderen Seite, die Seite mit Gummierung, mit Wattierung, die andere Seite unwattiert. Die Tasche ist zwar auf beiden Schultern nutzbar, aber alleine durch die eine Seite mit der Polsterung. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sie hier nicht gepolstert ist. Ich glaube, dann wäre sie nicht mehr so schön verstellbar von der Länge her. Aber dadurch ist sie quasi nur prädestiniert für die eine Seite der Schulter. Da keine großen Gewichte drin sind, ist das jetzt auch nicht tragisch, die über mehrere Stunden, wir waren 3 oder 4 Stunden mit dieser Familie unterwegs in einem riesengroßen Park im nördlichen Rheinland, war super bequem. Also hat mich nicht gestört, zumal die Kamera in der Hand ist. Man trägt die Tasche ja die meiste Zeit leer durch die Gegend. Aber selbst wenn es da drin ist, kein Stress. Und ich habe eine schicke Längenverstellung, die ich hier auch nochmal arretieren kann. Auf, damit kann ich es schön wieder länger machen und wenn ich es zuklappe, dann ist eben das hier arretiert. Dann muss ich verdammt viel Kraft aufwenden. Also ich habe hier so einen kleinen Klickmechanismus, der den Gurt nochmal strafft, damit er sich nicht so schnell verstellt. Die Kernfrage, und ihr wisst, ich tue mich immer schwer mit Vergleichen. Ist die Oberwert besser? Ist die Vanguard besser? Ist die Mindshift Cross besser? Ist die Tenbar besser? Ich möchte keinem der Hersteller, die mir Taschen zur Verfügung stellen, sagen, die ist aber besser als deins. Denn alle haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Insofern tue ich mir sehr schwer. Von der Verarbeitung her, von der Robustheit her, geht der Punkt eindeutig an die Tenbar. Vom Volumen her ist natürlich je nach Größe, die Vanguard gibt es in 8 Liter, passt aus iPad-Stress frei rein, eine andere Klasse. Wer unbedingt ein Leder haben will, kommt an der Oberwert-Sling aktuell, glaube ich, nicht vorbei, weil ich glaube, es gibt keine anderen Leder-Sling-Taschen für Kameras oder Foto- und Video-Equipment. Also ihr seht, alles hat seine Vorteile. In Sachen Robustheit, in Sachen Erweiterbarkeit durch dieses Mole-System gehen die Punkte eindeutig an die Tenbar. Design ist Geschmackssache, mag ich keine Punkte vergeben. Ich finde das sehr, sehr schick, das Design. Mir gefällt sie sehr gut. Auch in diesem Camouflage-Look ist mal was anderes. Die gibt es übrigens auch in Uni-Schwarz. Dann sieht sie deutlich langweiliger aus. Ich mag die tatsächlich sehr. Passt, ich glaube jetzt nicht unbedingt auf eine Hochzeit, auf einen Hochzeitsanzug, weil man denkt die Gäste vielleicht, der Onkel Bob, du wärst bewaffnet. Aber sie ist trotzdem für fast alle Szenarien in meinen Augen denkbar und macht Sinn und macht sehr, sehr viel Spaß. Also insofern, vielen, vielen Dank an Tenbar Deutschland, Thorsten. Grandios, dass ich die testen durfte. Und den kleinen Vergleich, den habe ich mir an dieser Stelle jetzt doch mal erlaubt, obwohl ich normalerweise keine großen Hin- und Her-Vergleiche mache. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, reintippen, Abo und Like bitte dalassen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Macht's gut. Schönes Licht, tolles Stativ, tolle Kamera, tolle Modelle, tolle Natur. Macht irgendwas Schönes, macht was Bleibendes, macht was Nachhaltiges. Hier war euer Jörg Langer, euer Taschenfreak. Ciao, ciao.